Wir beschäftigen uns heute bei Transfermarkt TV wieder mal mit dem Thema Timo Werner. Ist es Borussia Dortmund oder wird es dann doch eher Bayern München? Es gibt weitere Aufschlüsse bei uns. Und interessant auch das Stürmer-Thema in Europa. Da gibt es ja die große Rochade. Mittlerweile auch involviert ein Stürmer aus der Bundesliga. Wer das ist, das erfahrt ihr bei uns. Und generell alle Neuigkeiten, die bekommt ihr natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ein Thema auch bei uns natürlich, was passiert mit Emiliano Salah, der argentinische Stürmer, der auf dem Weg vom FC Nantes zu seinem neuen Arbeitgeber Cardiff City war, wird nach wie vor vermisst. Er war mit einem Kleinflugzeug unterwegs und man hat den Kontakt zu dieser Maschine über dem Ärmelkanal verloren. Auch da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. In unserer Gerüchteküche natürlich heute wieder das Thema Timo Werner. Geht er zu den Bayern? Geht er nach Dortmund? Es scheint sich jetzt zu verdichten, dass Dortmund vielleicht doch aus dem Poker um den Nationalspieler aussteigt. Denn, so hat es der Kicker rausgefunden, Werner wird nicht unbedingt zum BVB passen, da er im 4-2-3-1-System als Typ Brecherstürmer nicht unbedingt angesehen ist bei Lucien Favre. Somit ist also Bayern im Moment die Nummer 1. Und das wird auch deutlich, wenn man Ralf Rangnick hört. Er schreibt, wenn die Bayern finanziell ernst machen, dann wird es schwierig. Aber es kommt ja darauf an, welche Prioritäten er setzt. Also Timo Werner, es ist ja auch möglich, dass er im Sommer dann sich entscheidet, vielleicht doch auch bei RB Leipzig zu bleiben. Er muss aber eine Entscheidung treffen, das sagt auch der Geschäftsführer von Leipzig, Oliver Minzlaff. Wir können es uns nicht erlauben, so einen Spieler ablösefrei ins letzte Jahr gehen zu lassen. Er hat ja noch Vertrag nur bis Juni 2020. Dann ist Timo Werner ablösefrei und es ist schwer vorstellbar, dass man einen Mann gehen lässt, der im Moment einen Marktwert von 60 Millionen Euro hat. Wir wollen natürlich zu diesem Thema auch eure Meinung gerne hören. Einige haben uns schon geschrieben und ja, da hört man auch raus, dass es eher wohl die Tendenz zu den Bayern geht. Chaco84 schreibt nämlich, weil bei Hans-Joachim Watzke ist man ja immer nicht so ganz sicher, ob er das wirklich so meint. Er sagt es auch. Bei Watzke bin ich immer etwas vorsichtig, vor allem, wenn er so offensiv etwas kommentiert. Da steckt auch immer etwas Kalkül dahinter. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern Werner im Sommer kaufen und was dann passiert, könnte ganz spannend werden. Na, mal sehen, ob Chaco84 da richtig liegt oder ob Watzke wirklich meint, dass er diesen Spieler nicht braucht für den BVB. Sebo 1969 schreibt uns, ich möchte Werner seiner Klasse nicht absprechen. Er ist ein toller Halbstürmer oder Konterspieler. Trotzdem bin ich froh, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht. Also er scheint es eher mit Dortmund zu halten. Er kann gerne zu den Bayern wechseln. Das macht mir keine Sorgen. Das also die Meinungen der User zum Thema Timo Werner, der Nationalspieler, sicherlich eine ganz heiße Personalie für die Bundesliga. Die Bundesliga ist auch involviert, wenn es um die interessante Stürmer-Rochade geht in Europa. Und da gibt es natürlich auch einen, Callum Hudson-Odoi, der im Moment von Chelsea immer noch hochgehandelt wird bei den Bayern. Die Frage ist, geht er wirklich dorthin? Liverpool ist jetzt nämlich eingestiegen in den Poker um den 18-jährigen U17-Weltmeister. Und dann könnte man sich nämlich vorstellen, diese 35 Millionen Euro Ablösesumme, die im Raum stehen für den Linksaußen, könnte Liverpool vielleicht auch stemmen. Und sie könnten vielleicht auch mehr Lohn bieten als der FC Bayern. Also da bleibt es interessant, wie sich Callum Hudson-Odoi, der den Verein Chelsea verlassen wird, mit nur 3 Einsätzen in der Premier League, wo es dann wirklich hingeht. Und auch da gibt es natürlich eure Meinungen zu diesem Thema. Schreibt uns, was ihr glaubt. Wird es Bayern oder wird es vielleicht doch Liverpool, das Team von Jürgen Klopp? Wir haben auch hierzu einige interessante User-Zitate bekommen. Da haben wir gleich schon das erste von Weich S. Aus meiner Sicht als Bayern-Fan ist es zu wünschen, dass Hudson-Odoi zu Liverpool geht. Es gibt keine Zweifel, dass er ein riesiges Talent ist, aber für 35 Millionen eindeutig überbezahlt für ein paar Premier League-Spiele. Bayern hat ja bereits junge Flügelspieler, jetzt im Kader mit Davies, Coman und Gnabry. Ja, aber das Beispiel Jadon Sancho zeigt, manchmal muss man auch junge englische Spieler dann integrieren und das funktioniert ja für Dortmund ganz gut. Robben 69 sieht es wie folgt. Sollte echtes Interesse von Liverpool da sein, dann erhöht das sogar die Chancen von Bayern auf einen Wintertransfer. Ein Wechsel innerhalb der Premier League wird das Letzte sein, was Chelsea will. Und je näher das Vertragsende rückt, desto realistischer wird diese Möglichkeit. Also da auch durchaus die Spekulation, dass man einen Konkurrenten in der Premier League nicht stark machen möchte.
Stürmer sind im Moment das große Thema in Europa, so auch Christoph Piontek. Der wird nämlich aller Voraussicht nach vom FC Genua zum AC Mailand wechseln. Der 23-jährige Pole ist viertbester Serie A-Torschütze und er könnte bei Milan dann den wohl abgehenden Gonzalo Higuain ersetzen. Dazu gibt es dann später mehr im Transferticker. Das Ganze löst natürlich in der Stürmer-Rochade in Europa wieder einiges aus. Und jetzt ist auch ein deutscher Stürmer involviert. Naja, nicht ganz deutscher Stürmer, sondern einer, der in der Bundesliga spielt. Lucas Alario, der 26-jährige Argentinier, könnte nämlich bei einem Abgang von Sanabria, das ist ein Stürmer von Betis Sevilla, dort Ersatz werden. Nachdem Alario in dieser Saison nicht mehr so häufig zum Einsatz kommt, nur 15 Spiele meistens als Ein- und Auswechselspieler mit 2 Toren und 2 Assists, könnte er eben diesen Mann hier, das ist Antonio Sanabria, paraguayischer Nationalspieler, ersetzen bei Betis Sevilla. Den zieht es dann nämlich zum FC Genua als Ersatz für Piontek. Und dann wäre Alario also der Mann, den Betis Sevilla sich wünscht. Da gibt es wohl auch schon Gespräche. Anderer möglicher Kandidat für Betis ist Mateus Cunha, der 19-jährige Brasilianer von RB Leipzig. Der hat einen Marktwert von 12,5 Millionen Euro. Ist auch nicht erste Wahl bei Leipzig, aber wird natürlich aufgrund seines langen Vertrages bis Juni 2023 extrem teuer werden. Also da ist einiges im Moment im Busch in Sachen Rochade. Mal sehen, wo dann welcher Stürmer am Ende landet. Wir gucken weiter auf Bundesligisten und da ist Borussia Dortmund wieder das nächste Thema. Die sind nämlich dran an Wilfried Saha von Crystal Palace als möglicher Nachfolger für den abwandernden Christian Pulisic. Kommt der Ivorer in Frage. Marktwert im Moment bei ihm 35 Millionen Euro. Könnte teurer werden, klar, weil auch natürlich Crystal Palace weiß, dass ihr Topspieler 20 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen bisher, dann gerne bei Dortmund genommen wird. Weiterhin Borussia Dortmund, ein Thema auch für Jonathan David. Das ist eher ein Spieler mit Perspektive. 19 Jahre jung, kommt von KAA Gent, hat dort in der Jugend gespielt und hat sich jetzt in Belgien gut etabliert. 15 Spiele, 5 Tore. Da sind aber auch noch andere Bundesligisten dran. Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen und dem Vernehmen nach auch Borussia Mönchengladbach. Wir gehen nach Europa und schauen, was passiert bei PSG nach der Verletzung von Marco Verratti. Er hat sich ja den Knöchel verletzt. Jetzt sucht man Ersatz. Idrissa Gueye vom FC Everton ist ein Kandidat für Thomas Tuchel. 29 Jahre alter senegalesischer Nationalspieler. Würde eine ganze Menge kosten. Marktwert 20 Millionen Euro. Everton soll wohl verhandlungsbereit sein für 40 Millionen ihren defensiven Mittelfeldspieler und zentralen Mittelfeldspieler gehen zu lassen. Der FC Arsenal ist interessiert an Gelson Martins. Der ist nicht richtig glücklich geworden seit seinem Sommerwechsel von Sporting Lissabon zu Atletico Madrid. Sein Marktwert bei 20 Millionen Euro. Und nicht nur Arsenal ist interessiert, sondern auch Newcastle United soll an ihm dran sein. Dann auf Leihbasis. Er hat bisher nur 2 Spiele in der Champions League und 8 Spiele in La Liga bestritten. Wäre für ihn sicherlich gut, mal wieder etwas Spielpraxis zu bekommen für den portugiesischen Nationalspieler. Der FC Arsenal, auch Thema. Durch den jetzt feststehenden Abgang nach dieser Saison von Petr Cech, der seine Karriere beendet, braucht man einen neuen Torhüter. Und Emil Audero, 22-jähriger italienischer U21-Nationaltorhüter, ist im Visier von Arsenal, kommt von Juventus Turin, ist zurzeit bei Sampdoria Genua ausgeliehen und macht seine Sache gut. 20 Spiele hat er in der Serie A die Saison bestritten. Mal sehen, ob er dann jetzt demnächst bei den Gunners unterkommt. Wir bleiben international und beim Thema Topstürmer gibt es natürlich dann auch noch richtig gute Stürmer in den Niederlanden. Einer davon ist Steven Bergwijn und der hat für die PSV in dieser Saison sehr überzeugen können. Kommt ja aus der eigenen Jugend in 17 Spielen, 9 Tore, 8 Vorlagen, also 17 Torbeteiligungen für den 21-jährigen Manchester United. Beobachtet ihn genauso Inter Mailand. Dort werden wohl demnächst Gespräche geführt. Dürfte teuer werden, denn neulich erst hat Marc van Bommel ein Angebot von Girondin Bordeaux über 18 Millionen Euro abgelehnt für den 21-jährigen Bergwijn. Ein anderer Niederländer, immer wieder Thema, Frenkie de Jong. Ganz heiß gehandelt wurde er bei PSG und Barcelona. Der 21-jährige Mittelfeldmann scheint jetzt sich wohl
auf Barcelona konzentrieren zu können, denn die haben mit ihrem Angebot jetzt über 90 Millionen Euro, so berichtet es der Telegraph, dann das Angebot von PSG ausstechen können. Da scheint es jetzt also dann zu Barca zu gehen für Frenkie de Jong, an dem auch mal anfangs die Bayern interessiert gewesen sein sollen. Aus der Bundesliga wechseln in die Serie A könnte Fredrik Sørensen, der Däne, ehemaliger Nationalspieler beim 1. FC Köln in der 2. Liga nur zweimal zu Kurzeinsätzen gekommen, könnte zurückgehen in die Serie A, wo er eine gute Zeit verbrachte. Bei seinem Ex-Club Bologna ist er im Gespräch, genauso beim FC Empoli. Und dann gibt es noch etwas aus der 2. Liga. Ebenfalls, da könnte nämlich der FC St. Pauli für den verletzten Philipp Zierreis, der für den Rest der Saison ausfällt, fündig werden in Schweden bei Frans Brorson. Das ist ehemaliger U21-Nationalspieler, kommt von Malmö FF zum FC St. Pauli wechseln. Sein Marktwert 1 Million Euro. Mal sehen, ob es da einen jungen Schweden für den FC St. Pauli gibt. Es haben ja die Spatzen nicht nur in Mailand und London schon mehrfach von den Dächern gepfiffen. Es scheint sich jetzt zu konkretisieren. Gonzalo Higuain wurde nämlich mittlerweile am Flughafen in London gesehen und er soll beim Medizincheck von Chelsea gewesen sein. Das heißt, er wird seinen Vertrag abschließen. Das ist der Plan für heute Abend. So hat es auch Teammanager Maurizio Sarri gesagt. Er bekommt seinen Wunschstürmer, den 31-jährigen Argentinier, mit dem er schon beim SSC Neapel zusammenarbeitete. Und dadurch wird das von uns ja schon in der Gerüchteküche erwähnte Stürmer Rochade Theater in Europa weiter vorangetrieben. Also Higuain jetzt demnächst bei Chelsea. Ein Spieler in der Bundesliga bleibt seinem Verein treu. Pierre Schelbred verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC Berlin. Wie lange, wurde nicht verraten. Er fühlt sich sehr wohl bei der Hertha, teilweise ja nur aus der zweiten Reihe kommen. 7 Spiele in dieser Bundesliga-Saison. Also der Norweger, 31 Jahre alt, bleibt in Berlin. Ein anderer vom VfB Stuttgart wird seinen hier angezeigten Arbeitsplatz, zumeist auf der Bank, jetzt wohl hoffentlich zugunsten des Spielfeldes verändern. Ebenezer Ofori, der Ghana, immerhin Nationalspieler, 23 Jahre jung, im defensiven Mittelfeld, wird ausgeliehen an New York City FC und wird dort ab jetzt bis Dezember 2019 dann hoffentlich auf dem Rasen eingesetzt werden. Einen Stürmerwechsel gibt es innerhalb der 3. Liga. Vom Tabellenneunten 1860 München profitiert jetzt der KFC Uerdingen. Die holen sich für 200.000 Euro Ablösesumme Adriano Grimaldi, der ist zurzeit am Sprunggelenk verletzt. Erzielte für die Löwen in 19 Spielen 5 Tore, leistete 6 Vorlagen. Also Uerdingen will unbedingt den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen und holt sich dafür einen Stürmer vom Ligakonkurrenten. Ehemals in der Bundesliga bekannt bei Hoffenheim und Schalke 04, Chinedu Obasi, 32 Jahre alter Nigerianer, spielte ja zuletzt in Schweden und bleibt auch dort in Schweden, wechselt von Elfsborg Boras, da hat er in der letzten Saison in 10 Spielen 4 Tore und 2 Vorlagen erzielt. Jetzt zum schwedischen Meister AIK Solna, geht dorthin ablösefrei. In England gibt es einen Wechsel. Dann im Sommer wird Alexis McAllister, trotz sehr englischen Namens, ein Argentinier, 20 Jahre jung im zentralen Mittelfeld, von den Argentinos Juniors zu Brighton & Hove Albion wechseln. Ablösesumme soll 8 Millionen Euro betragen. Er wird weiter ausgeliehen bis zum Sommer noch an seinen jetzigen Verein, an die Argentinos Juniors. Dann geht es für ihn hoffentlich aus seiner Sicht in die Premier League. Ebenfalls in der Premier League vermeldet der AFC Bournemouth einen Wechsel. Sie bekommen einen neuen Innenverteidiger, Chris Mappen, der wechselt nämlich vom FC Brentford, dem 17. aus der Championship, jetzt zu den Cherries. Und die Ablösesumme sind stolze 13,6 Millionen Euro für den walisischen Nationalspieler. Dann wird es ein bisschen exotischer. Erst José Antonio Reyes, 35 Jahre alter ex-spanischer Nationalspieler mit vielen interessanten Stationen. Unter anderem gewann er mit Sevilla den damaligen UEFA Cup. Er wechselt jetzt aus China, aus der 2. Liga, in die spanische 2. Liga zum abstiegsbedrohten Extremadura Football Club. Also, da darf man gespannt sein, wie es für den Allstar weitergeht. Er, ein bisschen jünger, 24 Jahre alt, peruanischer Nationalspieler, entscheidet sich, aus Belgien wegzugehen. Christian Benavente wechselt zum ägyptischen Topclub Pyramids FC für 6 Millionen Euro. Glückwunsch an die Ägypter.
Das war's von unserer heutigen Ausgabe von Transfermarkt TV. Ich entlasse euch in den Abend mit Bildern, ganz frischen Eindrücken des wohl überraschendsten Wechsels dieser Wintertransferperiode. Kevin Prince Boateng angekommen in Barcelona 2018, DFB-Pokalsieger mit Frankfurt 2019, vielleicht spanischer Meister mit dem FC Barcelona. Mal sehen. Viel Spaß heute Abend noch. Macht's gut, bis morgen.